Morgen, meine Lieben, ihr Shoppen von VR und wie ihr sehen könnt, ich bin nicht zu Hause, ja. Ich bin wieder auf Rügen und diesmal habt ihr hier eine andere Perspektive. Das ist nämlich hier mein Raum unten, in dem ich immer so mein provisorisches Arbeitszimmer einrichte, ja, und auch ein bisschen mit der Quest spielen kann. Es ist ja auch so verrückt, ja, nur im Urlaub komme ich dazu, so Sachen wie Indes oder Racket NX spiele ich auch gerade wieder, einfach mal in Ruhe zu spielen, einfach mal eine Stunde lang oder im Fall von Indes deutlich länger auch sowas zu spielen. Aber das wollte ich euch gar nicht erzählen, denn aus meinem Winterschlaf hier hat mich heute Sony geweckt, beziehungsweise Polyarc. Ja. Ich habe schon mehrere E-Mails bekommen von Publishern und so weiter und so weiter. Es gibt tatsächlich jetzt einen Release-Termin für Moss Book 2. Und ihr wisst auch noch, ich habe schon Videos darüber gemacht, das Ding kommt ja erstmal für die PlayStation VR raus. Keine Panik, ja, das wird sicher auch wieder auf allen Plattformen veröffentlicht. Damals bei Moss Book 1, nennt man das jetzt so? Nee, beim Moss eigentlich, ja. Da kam es ja schon 3 Monate später dann für den PC auch in VR raus. Als die Quest erschienen ist, kam sofort auch eine Moss-Version raus. Insofern wird es diesmal wahrscheinlich ähnlich sein. Polyarc ist auch wirklich ein kleines Team, ja, das sind nur 20 Leute, die können gar nicht alle Versionen parallel produzieren. Das ist auch mal einfach so. Ja, da muss man ein bisschen warten. Aber die sind Profis, die sind gut und nach einer Zeit, also im Verlauf des Jahres, jetzt 22, wird Moss dann auch für alle anderen Plattformen rauskommen. Aber jetzt erstmal zum eigentlichen Termin, denn hier könnt ihr es sehen, es ist offiziell, am 31. März erscheint Moss Book 2 für die PlayStation VR 2. Übrigens, kleiner Tipp, ja, wenn ihr mittlerweile eine PlayStation 5 habt, an der ihr die PlayStation VR betreibt, dann achtet bitte drauf. Ihr braucht nämlich für Moss das getrackte PlayStation 4 Gamepad. Ich kenne Leute, die haben das irgendwie verkauft mittlerweile, warum auch immer, zusammen mit der PlayStation 4 wahrscheinlich. Ihr braucht das Track, denn nur das hat die Tracking-Leiste und dann könnt ihr in Moss interagieren. Mit dem DualSense-Controller funktioniert das leider nicht. Ja, das ist wichtig. Ja. Die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 sorgt ja dafür, dass man wie auf einer PlayStation Pro im Prinzip die VR-Titel weiterspielen kann. Aber in dem Fall braucht ihr ganz dringend das Gamepad. Jetzt gucken wir aber mal ein bisschen rein, was es denn auch Neues gibt. Ich habe, wie gesagt, schon letztes Jahr Videos darüber gemacht. PlayStation Underground hat tatsächlich jetzt ein 12-minütiges Video gemacht, wo man Gameplay sehen kann. Das will ich euch jetzt aber gar nicht so viel spoilern. Das könnt ihr euch selber angucken. Ich mache mal einen Link zu diesem Video hier drunter. Und wir gucken nur mal kurz den PlayStation Blog-Artikel, der noch ein bisschen was Nettes darüber schreibt. So. Wir beginnen die Episode in den Gärten, einem Bereich gleich außerhalb der Burg, zu der ihr im ersten Spiel gereist seid. Also das erste Spiel, Book 1 quasi, ja, von der wirklich, wirklich einen charmanten Geschichte. Die kleine Maus Quill suchte ihren verschollenen Großvater und das Ganze wird ja auch von der deutschsprachigen Off-Stimme sehr, sehr schön erzählt. Ja, ich hoffe auch, dass diesmal wieder deutsche Synchronisation dabei ist. Das ist im VR bei weitem nicht verständlich, selbstverständlich, wie wir wissen. Und man landete dann in der Burg bei dem Endgegner damals. Ja. Es gibt einen Grund, weshalb ihr die Reise zur Burg unternommen habt, aber den verraten wir lieber nicht, um denjenigen, die nicht Spaß zu verderben, die Moss noch nicht gespielt haben. Ich hoffe, ihr gehört nicht dazu. Spielt Moss unbedingt. Ja. Gerade jetzt, wo der zweite Teil rauskommt, spielt Moss vorher. Ich rate es euch, ihr werdet euch auf der Stelle verknallen, so wie alle, die es gespielt haben. Es ist einfach nur ein super charmantes Spiel. Inzwischen seid ihr einige Kapitel weit ins Spiel vorgedrungen, seid bereits ein paar neuen Charakteren begegnet und sowohl ihr als auch Quill haben neue Fähigkeiten freigeschaltet. Mit uns meinen sie immer uns als Spieler. Wir sind nämlich in dem Spiel mit drin. Ja? Wir steuern nicht nur die kleine Maus, sondern sind auch präsent in dem Spiel und müssen physikalische Rätsel lösen etc. Das war immer alles sehr, sehr süß in Moss. Genau, hier schreiben wir auch nochmal, dass wir da selber eingreifen können. Und zwar auf völlig neue Art und Weise in Book 2. Mit den neuen Fähigkeiten, euch mit der Natur abzustimmen, könnt ihr neue Rankenbrücken wachsen lassen und Ranken auf Mauern malen, um Quill dabei zu helfen, an Orte zu gelangen, die sonst unerreichbar wären. Das wird auf eurer Reise durch das Spiel noch sehr wichtig werden. Es ist zwar spannend, über Rankenbrücken zu laufen, aber seit Moss hat Quill eine neue Fähigkeit.
Er lernt das Klettern. Dank der Kombination aus euren Fähigkeiten, Ranken und Mauern emporwachsen zu lassen und ihrer Kletterfähigkeiten, kann sie jetzt hohe Vorsprünge erreichen. Das ist sehr aufregend, denn es ermöglicht uns, neue Plattformen, Herausforderungen zu schaffen, bei denen Quill auf eure Hilfe angewiesen ist. Okay. Dann gibt es. Aber die Gärten bestehen nicht nur aus Blumen und Schmetterlingen. Im Schatten lauern auch Gefahren. Während ihr euch auf das Gewächshaus zubewegt, stoßt ihr auf den Ripper, einen neuen Gegner. In Klammern von so vielen, den ihr greifen und mit denen interagieren könnt. Es macht extrem viel Spaß, diese Kreatur aufzuziehen und dann loszulassen wie eine Abrissbirne. Es sei nur so viel gesagt. Manchmal ist es ganz sinnvoll, in eurer Nähe zu haben, um euch beim Rätsellösen zu helfen. Okay, also mit diesem kleinen käferähnlichen Lebewesen können wir einfach die Umgebung so ein bisschen einreißen. Sehr nett. Wenn ihr Burg 2 spielt, reist ihr an aufregende neue Orte wie die Gießerei unter der Burg, das Epizentrum der arkanen Waffenherstellung. Zum Glück bekommt Quill einen neuen Hammer, damit sie besser für diese beängstigende Herausforderung gewappnet ist. Wie ihr seht, ist er ganz schön groß und das heißt, es macht richtig viel Spaß, damit Dinge kaputt zu schlagen. Und indem ihr mit Quill zusammenarbeitet, könnt ihr damit nicht nur Altmetall aus gepanzerten Gegnern machen, sondern ihn auch als wichtiges Werkzeug einsetzen, um euch aus anderen Zwangslagen zu befreien. Neben den neuen Waffen, ja, ich habe in Waffen im Plural geredet, findet ihr auch neue Gegner, je weiter ihr in das Territorium der Arkanen vorstoßt. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf dem Bomber. So, da sieht man jetzt einen kleinen Gegner, der so Minen wirft. Sehr nett. So. Ich habe es zwar schon immer einmal gesagt, aber ich kann es gar nicht genug betonen. Die Reise in Moss Book 2 wird hart. Sie steckt voller Triumph und Herzschmerz. Und genau deshalb braucht Quill euch mehr denn je an ihrer Seite. Euer Abenteuer wird größer als jemals zuvor, noch emotionsgeladener, mit noch mehr Interaktion, noch mehr Herausforderungen. Es wird nicht einfach, aber es ist nie leicht, die Welt zu retten. Und wenn ihr Quills Hammer schon beeindruckend findet, lasst euch gesagt sein, das war noch gar nichts. Okay, was kommt dann noch? Das Team von Polyark ist unglaublich stolz auf dieses Spiel und wir können es kaum erwarten, euch daran teilhaben zu lassen. Und ihr könnt uns glauben, das war erst ein ganz kleiner Vorgeschmack auf dieses brandneue Abenteuer. Wir hoffen, euch hat gefallen, was ihr heute gesehen habt und dass ihr euch in den kommenden Wochen wieder ganz neu in Quill verlieben werdet. Ich denke, das werdet ihr und das werden wir alle. Ich bin super gespannt. Ich werde das natürlich dann auch super gerne wieder streamen. Das war eigentlich damals immer sehr schön, gerade bei Spielen, die so kleine Rätselpassagen haben. Ja, Zuschauer sind dabei und mehr Köpfe wissen manchmal, haben mehr Ideen als nur einer. Das macht immer sehr viel Spaß, was zu streamen. Und das werde ich ganz sicher dann tun. Ich bin mal gespannt, ob es da dann auch ein Embargo gibt, das erst vorher fällt oder so. Werden wir alles rausfinden und so weiter. Es ist jetzt nicht mehr lange hin. 2 Wochen. Toll. Ja. So. Das wollte ich erzählen. Hier mal schnell aus meinem Urlaub. Und dann schauen wir einfach mal, wann ich wieder zu Hause bin. Ich werde hier trotzdem VR-mäßig am Ball bleiben. Ihr kennt das aber schon. Ich habe hier super mieses Internet. Ich kann sowas hier so einigermaßen hochschicken. Aber streamen und so ist hier leider überhaupt nicht angesagt. Deswegen muss ich euch heute Abend auch mit, und jetzt passt mal auf, das ist auch noch eine witzige Information, heute Abend um 22 Uhr kommt nämlich eine State of Play zu Hogwarts Legacy. Ja, genau, das war schon angekündigt. Es gibt ein Flat-Spiel, wohlgemerkt, ja, zu Harry Potter und eine komplette State of Play. Heute Abend 22 Uhr dreht sich nur darum. Die werde ich natürlich jetzt nicht streamen. Hätte ich vielleicht noch nicht mal gemacht, wenn ich zu Hause gewesen wäre, weil Flat-Titel ist egal, aber für Harry Potter-Fans ist da wahrscheinlich ziemlich viel interessantes Spiel abzuholen. Guckt euch das auch ruhig mal an. Und das war's dann von mir mit den momentan aktuellen schnellen News zu Moss Book 2 und dem Release-Termin am 31. März. Wie gesagt, alle anderen Plattformen werden im Verlauf des Jahres ganz sicher dann auch bedient werden, aber PlayStation First. Wenn ihr dieses Video toll findet, ja, dann zeigt man das auch mal mit einem kleinen Däumchen darunter, beziehungsweise wenn ihr euch einfach freut über Moss Book 2, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen schreibt mir was in die Kommentare, gerade hier im Urlaub, ja, aber da freue ich mich immer ein bisschen über Briefe aus der Heimat. Bis dann, so Mutternse Mo von VR, immer für euch da. Bye, bye.